danke auch dem Publikum, dass Sie auch diese 2,5 Stunden verblieben sind. Aber ich glaube, es hat lang gedauert, das war trotzdem kurzweilig für mich. Jetzt haben Sie die Möglichkeit zu sprechen, Fragen, Kommentare. Bitte per Handzeichen, wir haben dann ein Mikrofon, das rumgeht. Bitte kurz vorstellen, und an wen die Frage gerichtet ist, und möglichst kurze Fragen, weil ich schon so viele Hände sehe. Ich fange vielleicht hinten an. Beim Vogue, bitte. Wo ist das Mikrofon? Da. Rudi Vogue, moje ime, bom govoril v nemščini, zato da bojo razumeli tisti, katerim je to pravzaprav naslovljeno. Rudi Vogue, mein Name. Es ist weder weniger eine Frage, sondern mehr ein Kommentar. Ich habe vor allem die beiden Beiträge über Sprachplanung faszinierend einerseits und frustrierend andererseits gefunden. Faszinierend, weil man gesehen hat, welche Möglichkeiten es auch für die Förderung unserer kleinen slowenischen Volksgruppe in Kärnten und für das Überleben unserer Volksgruppe eigentlich noch gäbe. Frustrierend aber andererseits, wenn man diese Ansätze in Relation dazu setzt, und das wird am Nachmittag ja das Thema sein, wie unsere gesetzliche Lage derzeit ausschaut. Weil wenn man sich das angehört hat und vergleicht, was wir derzeit haben, gelangt man zum Ergebnis, dass die gesamte innerstaatliche Volksgruppengesetzgebung eigentlich eine Gesetzgebung zur Verhinderung des Gebrauches des Slowenischen ist und nicht eine zur Förderung des Gebrauchs des Slowenischen. Beginnen wir beim Unterrichtswesen, das haben wir gerade gehört. Zum zweisprachigen Unterricht muss man sich abmelden, muss man sich anmelden, nicht einmal abmelden. Auf der Sekundarstufe haben wir einen riesigen Abfall. Es ist gestern ist es mir aufgefallen, Präsident Rohr hat gesprochen, schade, dass er nicht da ist, hat gesprochen über zweisprachige Kindergärten. Es ist ihm nicht aufgefallen, dass wir kein Gesetz über die zweisprachige Kindergartenerziehung in Kärnten haben. Er hat Lipusch zitiert. Es ist ihm nicht aufgefallen, dass Lipusch aus Sierlachsele zu Hause ist und die Ehrenbürgerschaft seiner Gemeinde gerade deswegen zurückgegeben hat, weil man in diesem Ort keine zweisprachige Tafel aufstellt. Wenn man das Volksgruppengesetz anschaut, wir haben Prozentsätze, wie viel Kärntner Slowenien vorhanden sein müssen, damit es zweisprachige topografische Aufschriften gibt. Wir können die Amtssprache verwenden nur dort, wo wir ausreichend stark sind, und nur über Antrag. Eigentlich im Sinne einer Sprachplanung müsste es ja umgekehrt sein. Man müsste gerade dort die slowenische Volksgruppe besonders fördern, wo sie schon ganz schwach geworden ist. Bezirk Völkermarkt, nördlich der Drau, Geltal und so weiter, Wörtherseegebiet. Also wenn man sich diese Beiträge angehört hat und auch die Ausführungen zum schulischen Bereich, kommt man eigentlich nur zum Ergebnis, wenn gerade anlässlich 100 Jahre Volksabstimmung wir etwas Gutes für die Kärntner Slowenen tun wollen, gehört eigentlich eine komplette Reform der gesamten österreichischen Volksgruppengesetzgebung her. Die derzeitige ist für diese Ziele nicht brauchbar. Ich würde vorschlagen, dass wir die Fragen sammeln, Kommentare, Frage sammeln. Moje ime je Mikkel Huvet. Najprej hvala lepa prireditelju za tak zanimiv simpozij v Horjevi družbi, direktorju Karlu Renu in soprirediteljem, ker je ena lepa priložnost, da nam malo pokaže, kako kam lahko gledamo, kam lahko odpremo svoje oči in kaj je vse možno v zaščiti manjšine. Ne? In to pod tako lepim večletnim programom Gemeinsam skupno. Ne? In ta Gemeinsam skupno mi je še iz in včeraj so jih omenili času Waldsteina in Inskona znan in tudi jaz bi potrl eno tako inicijativo tem dvema človekoma en spomenik postaviti v takem letu, kot se spominjamo stoletnice plebiscita, nekaj ta dva sta nam odprla oči za skupno Gemeinsam, ampak že pred skoraj da pred 50 leti, ne, in
bo, kot je včeraj rekla zastopnica študentu, čas, da se nekaj napravi poleg teh lepih besed. Ne? Es ist an der Zeit, etwas zu tun in Kärnten. Wohin man gehen kann, wurde dargestellt, sowohl von den beiden Vertretern der Alpen-Adria-Universität in Kärnten, als auch vor allem vom Sprecher der Universität in Cardiff, Professor Williams. Man kann vieles machen, wenn man will, nicht? Und ein gemeinsames Kupno ermöglichen. Und es geht nur im Grunde genommen ein gemeinsames Kupno, wenn, so wie Samovar Konik gesagt hat, ein Ziel ist, dass ich in meiner Sprache sprechen kann und mein vor mir Sitzender mich versteht und ich seine Sprache verstehe, auf die er mir antwortet. Nicht? Das muss unser gemeinsames Kupno-Ziel sein, weil ein gemeinsames Kupno ohne Gleichberechtigung gibt es nicht. Nicht, wenn ich mit meiner Sprache auf die Dame angewiesen bin, dann gibt es kein gemeinsames Kupno. Und Kärnten ist ein Land, das von seiner Historie her in beiden Sprachen geprägt ist und es vollkommen unverständlich ist. Und da rufe ich die Studentin und den Herrn Obid, die beiden jungen Herren und Damen vom gestrigen Podium in Erinnerung, ja bitte, wo sollen wir denn über Zukünftiges nachdenken und debattieren, wie heute vorgestellt, wenn wir über Ortstafel uns Sorgen machen müssen, dass keine existieren, wo wir im Jahre 2017 darüber traurig sein müssen, dass unsere Landessprache Slowenisch ausgeschlossen ist von der Verfassung im Lande Kärnten. Nicht das, bitte, wir müssen schnell zu einem gemeinsamen Skupno kommen, nicht und aufhören, über derartige Sachen uns zu streiten, sondern froh sein, dass wir beide Ortstafeln haben, weil wir es seit 10 Jahren sehen, sie beißen ja nicht. Sie haben niemanden gebissen bisher. Danke. Ganz hinten, Gabriel Höber. Spoštovani, še enkrat najlepša hvala za ta simpozij. Mislim, da je nujno potrebno, da se pogovarjamo o bistvenih zadevah, tudi glede najvažnejših zadev narodne skupnosti. Kot prvo, kar lahko ugotavljam, to, kar je profesor iz Anglije že povedal, da ta socialna funkcija mora tudi za otroke biti nekako vidna in spoznavna. Niso zadostno, če samo v pouku se poučuje v slovenščini, pač slovenščina, ampak če se dogaja to, kar jaz opažam kot oče, slučajno nisem samo predsednik enotne liste koroških slovencev, narodne etnične stranke koroških slovencev, temveč tudi oče, ker smo pač bila tako predrzna z ženo, da smo še enkrat po 18 letih enega otroka rodila in vidim, da v šoli, na primer učni pripomočki v omarah, so lepo zloženi in so vsi opisani, kaj je tam nota. Pri tistih učnih pripomočkih, ki so pa v slovenščini, pa ne piše velika noč, pa gozd, pa sadje in podobno, kako piše v nemščini, temveč samo slo ena, slo dva, slo tri in to je to. In od učnih pripomočkov, ki je bilo 16 takih predalov, so bili samo 3 tako označeni. In to učenci tudi vidijo. Učenec ima velike antene. Otrok opazuje in opazi, kakšen status ima ta jezik v šoli. Če tudi pri napisih, pri vratih, ni nobene besede v slovenščini. Če je splošni jezik pri prireditvah, pri povabilih za prireditve samo v nemščini z enim stavkom slovenščine, eventualno, potem je to problematično. Sedaj pa 3 vprašanja, ki jih naslavljam v glavnem, s tem, da nimamo kakšnega glavnega političnega zastopnika tukaj v med nami, na gospoda nadzornika Vrbinca.
prva zadeva, ki je bila prvič na, na, na ekranu vidna, ki je gospod Samo Vakovnik že omenil, v poklicnih šolah ni nobene slovenščine v ponudbi. To opazimo naprimer pri gradbenih obravnavah pri nas v občini, kot podžupan sem večkrat prisoten in se dogaja, da župan obvlada slovenski jezik, tisti, ki, ki hoče nekaj zgraditi hišco ali prigradek, obvlada slovenščino, tisti, ki je izvedenec z okraja, obvlada slovenščino in naša, naš odgovorni uradnik iz občine obvlada slovenščino in se noben ne tvega uporabljati slovenščino. Zakaj? Zato, ker strokovne terminologije noben od teh štirih ne obvlada. To pomeni, to je nekje bil pomankljaj v izobrazbi. Naslednje k, k ugotovitvi gospoda Mirkota Vakovnika, k tem številom vstopa v, v osnovno šolo, koliko je znanja. Seveda bo to povzročilo tudi problematiko in težave v, v pouku, ampak temu lahko prvič enkrat en, en popravek še dodam, preden do vprašanja stavim. Kako je možno, da so te statistike, ne, 15% je bilo na ekranu, z dobrim znanjem slovenščine. Mi smo to ugotavljali, eno leto je sploh izpuščeno na javni spletni strani direkcije za, za pouk, ampak mi smo ugotavljali v štirih letih, ki smo jih dobili kot statistične podatke in to preverjali, ker konc koncu z našo mrežo enotne liste pa tudi z ljudmi, ki so v pedagogiki, lahko to direktno preverimo, ker so otroci tisti, ki dobro znajo, pravzaprav osebno znani. In smo preverjali ta, te podatke in smo ugotovili, da nismo prišli na 15% z dobrim znanjem, temveč na 5. To je faktum. Se pravi, 45% se prijavi in v teh 45% smo, smo dobili 5 takih. In zdaj vprašanje na, na nadzor, kako se bo vključila predšolska vzgoja v to, ker enotna lista je vložila 2017 predlog v dialog forumu za vzpostavitev pedagoških konceptov v predšolski vzgoji, sploh ko je obvezno prvo zadnje leto v vrtcu. 2018 je deželni glavar to dal naprej, tako rekoč uradnikom, da naj to obravnavajo in nekaj naredijo in pri zadnjem dialog forumu nismo imeli nobenega konkretnega rezultata, razen tega, da, da je evaluacija zasebnih vrtcev bila na mizi. In zdaj vprašanje s tem, seveda, kako se bo to vključilo tudi glede, glede splošne rabe slovenščine v, v šolskem sistemu. In tretja ugotovitev, ki je pa pravzaprav ena najhujših in s tem povezano tudi vprašanje, kako bo nadzor na to odreagiral ali pa pravzaprav politika. Če se zgodi, da stavimo enemu učencu iz četrtega razreda osnovne šole, ki je obiskoval 4 let dvojezični pouk, in jaz ne govorim o posameznih primerih, da mu stavim vprašanje, kaj je najljubša jed tvojega, tvoje sestrice in kaj je poklic tvojega očeta, da ta, na te dve vprašanje ne more dati slovenski odgovor v slovenskem jeziku. In v tej povezavi sem jaz ugotavljal tudi zdaj v zadnjem, zadnjih tednih in mesecih v teku te spremenjenega načina pouka, da je peč bilo veliko domačega pouka, kar je peč moj ta mali ravno prvo šolček, da je bilo teh, teh delovnih listov 18, kar je tudi že gospod Samo Vakovnik ugotovil, da, da je znano, da je razmerje v dvojezičnem pouku pravzaprav 1:3, tako kot jaz to vidim, 18 delovnih listov v nemščini, 6 delovnih listov v slovenščini in k nemščini so še 3 knjige, delovne knjige zraven prišle, ki jih je treba bilo obdelati. Se pravi, razmerje sploh ni uravnovešeno in v tej povezavi vprašanje na gospoda nadzornika, kako lahko uveljavlja nadzor, sploh svoj nadzor, če nima nobene pravice, kako se temu pravi, Weisungsrecht, ne?
pravice enemu ravnatelju ali pa učiteljci tudi ukazati, kako se naj dogaja pouk. To je po moje zelo bistveno vprašanje in navezuje tudi na to, kar je gospod Vovk že povedal, da v zakonodaji najbrž imamo še en cel kup takih lukenj. Hvala lepa. Okay, wir haben noch sehr viele Fragen. Gerhard Hafner ist der Nächste da vorne und dann noch die beiden Damen ganz hinten. Alle anderen Fragen werden wir leider in den Nachmittag übernehmen müssen, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Also die letzten drei Fragen, Gerhard Hafner, die beiden Damen hinten und wer noch in Fragen stellen möchte, bitte am Nachmittag. Gut, danke herzlich. Nur ganz kurz zwei Punkte. Das erste ist, ich war froh, dass auch der Bereich Villachland angesprochen wurde, also das obere Großental und Geiltal. Denn hier stellt sich für mich die Frage, gerade im Bereich Finkenstein, in Ledenitzen gibt es einen Kindergarten, Ringereier. Und der hat früher Deutsch und Slowenisch gesprochen und jetzt auch Italienisch. Und wenn ich auch die Anmeldungszahlen in Italienischunterricht mit dem in Slowenisch vergleiche, stellt sich für mich die Frage, ist das Slowenisch hier in einem Konkurrenzdruck von Seiten des Italienischen in diesem Bereich bereits? Und das Zweite ist dann, gibt es eigentlich Statistiken über die Entwicklung der Verwendung der slowenischen Sprache von den Verwaltungsbehörden und von den Gerichtsbehörden? Danke. Danke für die kurze Frage. Die beiden Damen in der letzten Reihe. Und wie gesagt, alle anderen, ich habe mir die Gesichter gemerkt, kriegen die Chance, am Nachmittag die Frage zu stellen. Mein Name ist Theresia Wakonik. Ich werde mich kurz halten, damit andere auch noch eine Möglichkeit haben. Wenn ich mir die Statistik anschaue, dann muss ich sagen, in den 1958er Jahren muss es offensichtlich schon den ersten Coronavirus unter den Slowenen gegeben haben. Anders ist das Ganze gar nicht zu erklären. Das eine. Schande eigentlich für Kärnten, dass die zweite Landessprache aus der Verfassung rausgenommen worden ist. Ich wollte nach meinem Studium in Kärnten arbeiten, habe aufgrund meiner Zugehörigkeit keinen Job hier gefunden. Bei der ersten Staatsprüfung hat mich der damalige dritte Nationalratspräsident, der Dr. Braun-Eder, rausgeschmissen, weil ich am slowenischen Gymnasium maturiert habe. Dann habe ich einen Job gefunden, Gott sei Dank ohne jede Partei, nur aufgrund meiner Qualifikation. Musste mich jahrelang verantworten, ob ich die deutsche Sprache gut beherrsche. Nicht nur das. Und dann noch zwei Sachen. Dass heute noch mein Neffe als Jugokrempel beschimpft wird. Ja? Und meinem Sohn ist es vor 12 Jahren in einer renommierten Schule in Wien passiert, dass ihm der Enkel von einer sehr namhaften Politikerin gesagt hat, du tschusch du, verschwind über die Karawanken, der Hitler hätte dich ins KZ gesteckt. Ja? Und der Enkel dieser Dame hat selber einen, muss ich sagen, nicht unbedingt germanisch klingenden Namen. Auch das ist eine Schande. Es geht eigentlich um den Respekt, nicht nur für die slowenischsprachige Bevölkerung, sondern für die Sprache. Es geht hier um die Gleichberechtigung, um nichts anderes. Danke. Der Herr hat jetzt die letzte Frage. Für den heutigen Vormittag. Wunderbar, dass ich die Chance habe. Dankeschön. Ja. Mein Name ist Sepp Neischitzer. Ich bin ein Oberkärntner. Ja. Und ich möchte jetzt eigentlich etwas sagen zu dieser Sache 10. Oktober 2020. Und da irgendwo steht da 10. Oktober 1920. Einfach, wir feiern das Jahr, 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung. Und ich möchte es einfach einmal nochmal betonen, weil es in den Zeitungen dauernd drinsteht, wir feiern heuer 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung und das ist auch der Grund, warum wir heute da zusammensitzen. Kurz, ich bin der Leiter der Selbsthilfegruppe für direkte Demokratie Kärnten und Steiermark. Wir haben das in Oberkärnten gegründet und wir haben dann die zweite Kärntner Volksabstimmung auf die Reihe gekriegt. Wir starten mit einem Volksbegehren für die zweite Kärntner Volksabstimmung. Ich möchte gleich ein bisschen Werbung machen da in dieser Sache. Kurze Erwähnung, wir waren unten auch in Unterkärnten, das war Feier in Schwabeck. Da waren ein Haufen Unterkärntner, sind wir anschließend mit ein paar Bürgermeister zusammengesessen und habe gesagt, Burschen, wir Oberkärntner, wir machen die zweite Kärntner Volksabstimmung. Darauf sagt der andere, wenn ihr die zweite Volksabstimmung macht, dann machen wir die dritte Volksabstimmung für die Kärntner. Dann sage ich, wunderbar, das passt. Ja? Und jetzt habe ich Unterstützungserklärung da für die zweite Kärntner Volksabstimmung. Ihr könnt es bei mir abholen. Ich hoffe, der Veranstalter ist einverstanden. Meine Frage an den Herrn Rautz, ich glaube, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Er ist ein Kärntner, lebt in Südtirol. Ich habe nämlich die Rechte für die Seiten volksabstimmung.tirol. Ja?
Weil die Tiroler haben vor 100 Jahren auch schon einmal eine Volksabstimmung gehabt, so wie wir. Jetzt haben wir 100 Jahre keine Volksabstimmung mehr gehabt. Das stimmt uns bedenklich und sehr bedenklich. Und ich freue mich auf eine Antwort vom Herrn Rautz, wie groß er die Chancen sieht, dass die Oberkärntner, die Unterkärntner und die Tiroler, und jetzt meine ich die Südtiroler und die Nordtiroler und die Osttiroler, noch 100 Jahre wieder mal eine Volksabstimmung kriegen. Das ist meine Frage an den Herrn Rautz. Danke für die Aufmerksamkeit. So, vielen Dank. Ich werde dann am Schluss antworten. Wer möchte anfangen? Also alle drei kriegen das Wort, aber wer möchte vorpreschen? Danke. Štiri vprašanja so bila neposredno naslovljena name. Na nje odgovorim tudi v luči tega prvega predavanja gospe profesor Half-Jones. Vsa vprašanja zadevajo tako status, kakor tudi korpus in planiranje le tega in tudi onega. Če rečemo vidna socialna funkcija jezika za otroke, če rečemo predšolska vzgoja, če rečemo, kako je v poklicni šoli, če rečemo, kako je vloga tako imenovanih nadzornikov oziroma zdaj po novem menedžerjev šolske kvalitete, potem smo pri statusu in pomeni, da je tukaj treba tudi ustrezno ukrepati, ampak ne na urad, na ravni uradnika ali uradnikov, ampak seveda tudi politike. Jasno. Vprašanje strokovne terminologije je pa recimo neko, ki mene osebno seveda kot učitelja slovenščine in nemščine v raznih funkcijah seveda zelo zanima in v bistvu že vse skozi se ukvarjam s tem vprašanjem, kako slovenščino tako rekoč postaviti adekvatno ob bok nemščini. To seveda tudi velja za vso izrazje, ki ga uporabljamo recimo v šolstvu, kjer je kar dosti kar kompliciranih stvari, ki jih potem prevajamo, ne moremo prevzeti recimo terminov iz Slovenije, ker ne ustreza šolskemu sistemu tukaj v Avstriji, torej si moramo kaj novega izmisliti. In mislim, da nam je tukaj v zadnjih letih le uspelo spraviti recimo ravno s temi opisi kompetenc slovenščino na adekvatno raven te mape, ki so tudi v vseh razredih, ti tako imenovani regionalni jezikovni portfelji, so tudi en znak vidne dvojezičnosti in se jih tudi dosti uporablja. Da je pa mogoče na šolski kvaliteti in na kvaliteti pouka stalno in vedno delati, je pa tudi jasno. Kar se tiče statusa menedžerjev šolske kvalitete, to je del reforme. Imamo izobraževalno direkcijo od leta 2019 in vse naloge nas menedžerjev, če jih tako poimenujem, so seveda tudi še v razvoju. Eine konkrete Frage ging ja auch an dich, Wladimir. Vielleicht fängst du, machst du weiter. Ja, also wegen Ringereier. Zunächst einmal muss man festhalten, das ist ein privater zwei- oder dreisprachiger Kindergarten. Besteht vermutlich mittlerweile seit 20 Jahren, 25 Jahren, wenn nicht sogar mehr. Und die Initiative ist ja damals von der Bevölkerung aus dort ausgegangen, weil es nicht möglich war, einen öffentlichen oder Gemeindekindergarten einzurichten mit einer zweisprachigen Gruppe. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich eine strategische Überlegung war, einen dreisprachigen Kindergarten einzurichten, um auch Eltern, die nicht unbedingt jetzt einmal der slowenischen Volksgruppe nahestehen, auch mitzubekommen. Und soweit ich das aus den ersten Ansätzen kenne, war es so, dass für die italienische Sprache, glaube ich, für einen Vormittag jeweils eine Frau aus Italien gekommen ist, die mit den Kindern Italienisch gesprochen hat. Die Leiterin selber ist zweisprachig und nach meinem damaligen Wissen, glaube ich, hat sie die beiden Sprachen entsprechend auch verteilt.
wenn man sich die Anmeldungen in der Volksschule Ledenitzen anschaut, die ja unmittelbar in der Gemeinde ist, dann denke ich mir schon, dass wahrscheinlich der Kindergarten eine gute, sage ich jetzt einmal, vorschulisch-sprachliche Bildung betreibt, weil die Anmeldezahlen in der Volksschule Ledenitzen sehr hoch sind und auch nach meinen Informationen, die ich habe, die Eltern eine große Zufriedenheit mit der Qualität des Unterrichts haben. Also ich glaube, dass, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass das Italienische eine Konkurrenz zum Slowenischen jetzt einmal zu denken ist, sondern das war eher so eine, in der damaligen Zeit, wie eine Neutralisierung eines Konflikts. Wir nehmen eine dritte Sprache dazu, in der Hoffnung, dass Eltern einfach die Kinder dann zum Zweisprachigen oder für den Kindergarten anmelden. Ja, okay. Entschuldigung, aber wir haben jetzt erstens kein Mikrofon mehr, also es wird nicht übersetzt, nicht gehört und wir haben keine Zeit, aber wir retten das sicher in den Nachmittag. Dobro, jaz bi pa še kratko odvrnil tudi na tisto kvaliteto pouka. Po moje, ko bodo starši tudi tistih otrok, ki ne priznajo znanja zraven, zahtevali kvaliteto pouka in pa znanja, potem se je najbolj že precej spremenilo tu pri nas. In do tega bo treba biti, ker če pomislimo na slovenščino, če ji damo status angleščine in bi dvojezičen pouk privedel do tega znanja, vidimo, da mimo spremenjenih modelov pouka ne bomo prišli in ko je dejansko in tudi mimo tiste implicitne oziroma pravzaprav eksplicitne zapostavljenosti jezika, ki jo otroci tudi čutijo. In da je to v družbeni odgovornosti in tudi v odgovornosti večine. Vielen Dank. Jetzt zu meiner Abschlussfrage von dem Herrn aus Oberkärnten. Wie Sie wissen, also es hat in Südtirol keine Volksabstimmung, also was Vergleichbares wie hier vor 100 Jahren gegeben. Also weder nach dem Ersten Weltkrieg noch nach 1945. Aber eben keine Volksabstimmung im Sinne der Zugehörigkeit zu Österreich. Nein, hat es nicht gegeben. Aber wir wollen einen Ausblick geben, was sehr interessant sein könnte für Kärnten auch und wo Südtirol ein kleines Vorbild sein könnte, war der Südtirol-Konvent. Also wir haben vor 3 Jahren eine Initiative gestartet, also es ist von der Landesregierung ausgegangen, organisatorisch war es bei uns an der EURAG angesiedelt und der Südtirol-Konvent sowie der Europa-Konvent, der Österreich-Konvent ist natürlich gescheitert, so wie alle Konvents immer scheitern. Aber der Prozess war wichtig, der Weg war wichtig. Was wollte dieser Südtirol-Konvent? Der Südtiroler Autonomiestatut, das aus dem Jahr 72 ist, muss im Prinzip überarbeitet werden aufgrund einiger Gerichtsurteile vom römischen Verfassungsgerichtshof. Und natürlich gibt es inzwischen Kompetenzen, so wie Umweltrecht oder sowas, was 72 einfach noch nicht mitgedacht wurde. Also es braucht eine Reform. Und die Landesregierung hat gedacht, okay, wir machen so einen gesellschaftlichen Prozess mit den Bürgern. Und da hat es dann auch Ergebnisse gegeben. Aber was interessant ist und was, ich glaube, in Kärnten, gerade wenn man die Diskussion von heute Vormittag und die Kommentare von heute und gestern gehört hat, wäre dieser gemeinsame Weg. Also wir hatten einen sehr partizipativen Ansatz. Das heißt, wir hatten so Bürgerforen, ich glaube 10 innerhalb von einem Jahr. Und da war es tatsächlich so, dass der Schütze aus dem Saantal das erste Mal mit einem Italiener aus dem Italienerviertel in Bozen zusammengekommen ist und die das erste Mal die Chance hatten, dass sie wirklich über ein Thema diskutieren und dann ein Bier trinken gehen. Und es war so angesetzt, dass wirklich alle Themen, die eingebracht wurden, in den Workshops behandelt wurden. Und ich glaube, das wäre so ein Weg, eben diesen öffentlichen Raum wiederzugeben, neue Zugänge zu finden, gemeinsame Zugänge zu finden. Ob das dann irgendwann einmal eine Volksabstimmung wird oder ob das anders politisch umgesetzt wird, aber so ein Kärnten-Konvent bis Jahr 2030, weil das die Frage von Jürgen Birker gestern war, das wäre so mein Wunsch, nicht das Ergebnis, dass wir dann ein neues Kärnten haben, aber einen gemeinsamen Prozess eines Kärnten.